Was sie auf jeden Fall richtig gut rübergebracht haben, ist diese Atmosphäre. Okay. Da konnte ich nicht schnell genug ausweichen. Das ging einfach nicht. Ach ja, ihr seid meine Truppe. Das hätte ich jetzt spontan übersehen. Zu viele Leute auf einmal. Den darf ich nicht ignorieren. Skelettis haben noch einen gefunden. Gut, die Skelette haben natürlich den Vorteil, dass sie eine relativ hohe Reichweite haben. Es sind dafür auch nur zwei statt drei wie die Wölfchen. Ah, da unten steht ja noch einer. Ja, ich erinnere mich. Er hat den ersten ausgewichen. Super. Dafür die anderen 5 bekommen. Komm, Huhn. Und es reicht auf jeden Fall wieder für ein Level ab. Man muss sie einfach nur rechtzeitig unterbrechen, dann können sie nicht zaubern. Ich verstehe. Ah, hier unten ist die Dings, ja, verstehe. Aber da will ich jetzt nicht durchrennen, weil ich habe das Gefühl, dahinter ist der Bossgegner. Oder irgendwas Fettes. So. So. Ah, I see. Solange mindestens nicht offensichtlich beide Skelette kaputt gehen, eines steht wieder auf. Das ist ja nice. Eins nices Trick. Ich war aber, glaube ich, noch nicht überall hier in der Ecke.
Ja, komm Skelett, ich warte nicht ewig. Deshalb wir uns hier nochmal ganz kurz umschauen. Frieden durch überlegene Schwertkraft. Das war ein bisschen spät, wo ich ihn getroffen habe. Schade. Den hätte ich mir sparen können. Ja, gut. Wenn mein Gegner einen Painframe hat, dann ist das alles keine Kunst mehr. Dann kriegst du auch einen Spider-Mastermind nieder. Ah, du musst sie halt erstmal so weit kriegen. Gut, drei Tränke haben wir noch. Eine goldene Saat, I like. Ich weiß nicht, was ihr seid, aber ich komme nicht durch. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Feuerchen. Gnadenortchen. Holen uns das Level. Und machen uns nochmal einen Trank. Ich dachte mir schon, dass es hier noch irgendwas zu holen gibt. Okay. Hier reagieren also wie ganz normale Skelette, die beiden. Das ist gut zu wissen. Dann komm her, du einer überlebende Untote. Was hören meine Ohren da? Ist hier noch irgendwas Besonderes? Dieses Geräusch weniger. Ah, guck an. Ach. Ich war schon ein wenig irritiert, dass mein Skelett hier mitspawnt. Du bist da. Täuscht mit dem einen an und haut mit dem anderen zu. Wie gemein. Mit dir werde ich kein Freund. Nee.
Vote 44. Wie viele Genitalien muss man wegschießen? So. Aber bitte das. Was hatten wir da noch? Flaschen. Ja. Ach, ich brauche noch eine goldene Saat. Verstehe. Aber ich hier schon rum, hier rum schon gucken? Ist okay, der eine prügelt sich halt. Ja, da ist er wieder. Ja, das ist der, die Abkürzung für die Leute, die nicht kämpfen möchten. Verstehe. Oh, Skelette gehen also wieder, okay. Ist das das Südtor? Ah, einer von denen. Das ist die Hütte am Südtor. Du siehst nicht gesund aus. Oh, a pleasure to see you. A pleasure indeed. I am Gari, a great sage. In my day, anyway. I'd hoped to ask a favor when one of your ilk came along. A strapping young tarnished, able to cross the Scarlet Swamp of Aeonia. Don't fret. I'll provide fine recompense. Should you accept, I will teach you the secret of Celia, the town you see there. Ja, why not? Ah, then you are willing to lend a hand, are you? I need your help to heal a certain young girl. Her name is Millicent. You will find her beyond Celia, resting at the church atop the cliff. Stricken by the rotting sickness. Okay. Dann ist das da wohl dein Haushund, wie? Hoffe ich. Okay, das heißt, wir müssen wieder da oben hoch irgendwo. Gibt's eigentlich irgendwo ein Journal? Irgendwo auf dem Cliff. Wir kommen doch jetzt wieder in die... Na. Ich darf hier nicht casten.
Hör auf, mit deinem Buch nach mir zu schlagen. Bücher sind für andere Dinge da. Ja, gut. Ach sie an, hier darf ich sie wieder beschwören. Ich sollte hin und wieder ausweichen. Ja, ich sollte hin und wieder ausweichen. Ja, im Pamphlet sind sie wehrlos. Hat man ja schon gesehen. Jetzt habe ich mich von meinem eigenen Skelett erschreckt. Schlimm. Okay. Ist doch wieder einer. Ja, okay. Ihr seid runtergesprungen. Ich dachte schon, ihr hättet irgendwas... Eigentlich hätte ich jetzt nicht gehofft, bis ich hier hinten alle Tränke zu verbrauchen. Nein, das war so ganz und gar nicht geplant. Aber gut, dass wir hier jetzt durch die Sackgasse durch sind.
Da brauchen wir zumindest nicht nochmal hin. Leibwache kommt.